Lesen. Heute Morgen machen wir weiter mit unserer Predigtserie Auf dich kommt es an. Und heute geht es um den Segen einer Erweckung. Welch ein Segen entsteht durch eine Erweckung. Und ich möchte aus Philipper 2 am Anfang lesen. Ich werde viele andere Stellen und einige andere noch lesen. Aber fangen wir mit Philipper 2 an, 1 bis 5 aus der moderneren Übersetzung. Da werden ein paar Fragen gestellt und die Fragen sollten wir uns selber stellen, ob wir was dazu beitragen, dass diese Dinge in der Gemeinde sind. Trägst du etwas bei, dass diese Fragen mit Ja beantwortet werden können? So, wenn du mein PowerPoint hast, schalte es ein, dass man es lesen kann, weil das ist eine besondere Übersetzung jetzt. Es kommt gleich, bitte. Geht nicht, ach leider geht nicht. Okay, vorne geht's. Okay, Philipper 2, 1 bis 5. Gibt es bei euch das ermahnende Wort im Auftrag von Christus? Gibt es den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt? Gibt es Gemeinschaft durch den Heiligen Geist? Gibt es herzliches Erbarmen? Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung. Dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt alle denselben Ziel, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst, denkt nicht an eure eigene Vorteil, sondern an den anderen, jeder und jede von euch. Das ist die Haltung, die eurem Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Luther übersetzt, seid gesinnt, wie Jesus Christus auch gesinnt war. Aber ich finde, das ist ein bisschen besseres Deutsch, besser in den Kontext reingebracht. Lasst uns beten. Ich wünsche, dass wir nicht nur über Erweckung reden, dass der Heilige Geist uns alle erweckt, uns als Gemeinde erweckt, dass wir brennen für den Herrn, dass der Heilige Geist eine Bürde auf unser Herz geben kann. Ich möchte noch dazu sagen, ich habe es vergessen am Anfang, unser Gast, der kommen wollte, ist leider krank geworden, kann heute nicht da sein. Bruder Böhringer lässt alle grüßen und er wird es nachholen, hat er gesagt. Aber wir wollen jetzt beten, dass der Heilige Geist uns diese Bürde, diese Begegnung mit Gott schenkt, eine neue erweckt den Geist schenkt. Vater, im Namen Jesu danken wir dir, beten dich an heute Morgen. Wir kommen zu dir, segne dein Wort, Herr. Sende dein Wort, lass uns deine Stimme hören heute Morgen. Rede zu uns, Herr, was könnte ich überhaupt weitergeben? Herr, dein Wort zählt und das, was du denkst und was du uns sagen möchtest, das zählt heute Morgen. Rede zu deinen Kindern. Rede zu jedem von uns. Lass keinen träumen heute Morgen oder im Gedanken irgendwo abgelenkt sein. Heiliger Geist, nimm uns gefangen. Rede zu uns. Offenbare dich uns, Herr. Wir brauchen eine Erweckung. Wir brauchen eine persönliche und eine Gemeinde. Unsere Gemeinde braucht eine Erweckung. Unser Land braucht eine Erweckung, Herr. Aber du wirst bei uns anfangen, bei mir, bei jedem persönlich. Ich danke dir, dass du uns schütterst und rütterst, bis wir aufgewacht sind und brennen für dich und zu deiner Ehre leben und ein Zeugnis sind für dich. Danke, Herr. Lass deine Herrlichkeit heute Morgen über uns sein. Lass dein Wort unser Herz erreichen. Ich danke dir. Lass es Frucht bringen für die Ewigkeit. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Liebe Geschwister, Brüder und Schwestern in Christus, dieses Thema der Segen einer Erweckung soll uns begleiten durch diese Morgen. Erweckung ist ja ein mächtiges Werk Gottes, bei dem der Geist Gottes einfach in eine neue Gemeinschaft oder neue in den Herzen neu wirkt, in den einzelnen Herzen und eine tiefgreifende Erneuerung hervorbringt. Und Erweckung ist ein großer Segen, der das Leben eines Gläubigen total bereichert. Und es wäre so schade, wenn diese Segnungen, die Gott uns zugedacht hat, an uns vorbeigehen und wir von hinten nur winken.
Nein, ich möchte nicht, dass dieser Segen vorbeigeht. Ich bin überzeugt, dass der Segen der Erweckung für uns ist, für dich ist, für mich ist, Amen, für unsere Familien, für die Gemeinde ist. Wir alle sollten hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, aber auch nach einer Erweckung. Es gibt viele Segnungen, die eine geistliche Erweckung bringt im Leben des Christen, aber im Leben der Gemeinde. Und einige werde ich nennen. Ich habe sie eingeteilt in drei Gruppen. Radikale Umkehr oder man könnte auch tiefgreifende Umkehr sagen. Und Vergebung wird freigesetzt als erstes. Dann die geistliche Leidenschaft wird entfacht. Die Veränderung in der Gesellschaft wird sichtbar. Und unter diese Punkte will ich ein paar Unterpunkte zu Wort kommen lassen. Zuerst mal tiefgreifende Umkehr und Vergebung wird freigesetzt, wenn eine Erweckung geschieht. In Apostelgeschichte 2 lesen wir Kapitel 2, 1 bis 4. Als nun die Zeit erfüllt war und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen ließ eine sich nieder. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist gibt, auszusperren. Wir kennen alle diese Stelle, aber ich möchte es in unser Gedächtnis rufen. Das ist eine wunderbare Erweckung gewesen. Die Erweckung in der Apostelgeschichte, der Jünger, sie wurden erweckt. Die Jünger Jesu wurden am Pfingsttag mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie waren nicht mehr zu halten. Sie waren voll Dynamik und Kraft und Freudigkeit, Kühnheit. Niemand konnte sie mehr stoppen. Die sind hin und her gegangen, sodass nach ein paar Jahren haben ihre Feinde gesagt, diese Leute haben die ganze Welt gefüllt mit dem Evangelium. Die haben überall Jesus gepredigt. Die sind überall hingekommen. Das sind die Leute, die die ganze Welt auf den Kopf stellen, haben die gesagt. Wir wissen, die Welt ist auf dem Kopf. Wenn ich jetzt einen Stuhl schnell hätte, würde ich es umdrehen. So ist die Welt, mit Kopf, mit Fuß nach oben. Ein Christ ist richtig, steht richtig. Aber die Welt ist, und wenn die uns sehen, umgekehrt, dann denken die, wir sind alle auf dem Kopf. Aber wir wissen, ein Mensch, der ohne Gott lebt, der ist auf dem Kopf. Und ein Mensch, der bekehrt ist, der ist aufrecht und der leitet sich von Gott, lässt sich leiten von Gott. Wie waren diese Jünger erfüllt mit Leidenschaft, mit Freudigkeit? Mann, wenn wir so lesen in Apostelgeschichte 3, 4 und 5, meine Zeit, die hatten allerlei Probleme mit ihnen, die konnten sie nicht bändigen. Die haben gesagt, wir verbieten euch. Wir schmeißen euch ins Gefängnis. Dann geht die Tür auf, kommen sie wieder raus im Kapitel 5. Die sind alle erschrocken. Ja, wie können die raus? Es gibt sowas, haben wir noch nie gehört. Es kommt später noch weiter vor. Petrus wird auch übernatürlich befreit. Aber wir sehen, nichts kann sie halten. Also, wenn es um eine tiefgreifende Umkehr und Vergebung geht, als erstes möchte ich sagen, erste Segnung ist, die persönliche Bekehrungen und Taufen der Menschen. Menschen bekehren sich. Wenn Gott Erweckung gibt, wenn Gott die Gemeinde erweckt, werden sich auch Menschen bekehren. In einer Erweckung erleben viele Menschen diese persönliche Bekehrung. Ich weiß, ich bin verloren. Ich weiß, ich brauche Gott. So ging es mir in einem Gottesdienst wie diese und durfte mich bekehren. Neue Gläubige bereichern die Gemeinde. Sie bringen neue Dynamik hinein, neue Freude, neue Menschen. Es ist doch wunderbar. Sie lassen sich taufen und es geht weiter. Das Reich Gottes wächst. Eine Erweckung führt zu Veränderung im Lebensstil der Gläubigen. Plötzlich, wenn man erweckt ist, sind andere Dinge wichtig, wie vielleicht vorher, wenn man geschlafen hat. Sünden werden erkannt, bereut und man trennt sich davon. Es entsteht ein Verlangen nach Heiligung, nach Gottes Gegenwart, nach Gottes Führung und so weiter. Ich könnte viele andere Sachen sagen und es hat eine Auswirkung auf unser Leben, auf die ganze Gemeinde, auf die Familien, auf den Arbeitsplatz, auf unsere Freizeit. Eine Erweckung führt zu Wachstum der Gemeinde, zu einem gesunden Wachstum in der Gemeinde und das wünsche ich, dass Gott uns
immer wieder neu erweckt, sowohl quantitativ als auch mitgliedermäßig, qualitativ wollen wir wachsen, wachsen geistlich, Jesus ähnlicher werden. Aber auch an Zahl in der Apostelgeschichte steht, und Gott tat hinzu täglich. Hallo, kennt ihr eine Gemeinde, wo täglich Menschen sich bekehren? Hände hoch, ich will die Gemeinde kennenlernen. Es gibt eine in der Bibel, wo täglich Menschen sich bekehrt haben. Täglich. Steht in der Bibel. Dann, eine weitere Segnung, wenn wir von tiefgreifender Umkehr und Vergebung geschieht, habe ich geschrieben, ist auch radikale Umkehr, Vergebung. Es ist nicht so einfach, dass es zu einer radikalen Bekehrung kommt. Wir haben schon in unserer Predigtreihe Jona 1 mal gehabt, aber in Jona 3, ab Vers 5 lesen wir, als Jona dann schließlich ging und Gott ihn gesandt hat nach Ninive, da glaubten die Menschen von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus, legten Trauergewänder an, ihre Größten und ihre Kleinsten, vom König an, die Minister, die Stadträte, egal wer es war, egal wie hohe Ämter sie hatten, alle haben sich entschlossen, 3 Tage nichts zu essen, sogar nichts zu trinken. Sogar ihre Tiere, stellt euch den Lärm vor, was die Tiere alleine gemacht haben. Die haben geschrien alle in dieser Stadt. Die Kinder haben geschrien. Es war ein Lärm ohne Ende, aber die Leute haben in Sack und Asche Buße getan. Und Gott vom Himmel her hat genau beobachtet, was geschieht. Und Gott hat gesagt, okay, ich werde sie nicht vernichten. Ich werde mein Gericht aufschieben, weil sie von Herzen Buße getan haben. Es steht weiter, und das Wort gelangte zum König von Ninive, und er erhob sich von seinem Thron, legte seinen Mantel ab, dann hüllte er sich in Trauergewand, setzte sich in den Staub und ließ in Ninive ausrufen und sprach, auf Befehl des Königs und seine Großen, Menschen und Tier, Rind und Schafe sollen nichts zu sich nehmen, nicht weiden, kein Wasser trinken, und sie sollen sich in Trauergewänden hüllen, Mensch und Tier, und im Inbrunst zu Gott rufen, und sie sollen sich abkehren, jeder von seinem bösen Weg, von der Gewalt an ihren Händen. Wer weiß, sie waren sich gar nicht sicher, ob Gott vergibt. Wer weiß, ob Gott nicht trotzdem noch uns Gnade gibt, uns nicht vernichtet in ein paar Tagen. Und dann, dieses Wer weiß, war so eine Hoffnung, vielleicht wird Gott unsere Reue, unsere Umkehr ernst nehmen. Und Gott sah, heißt im Vers 10, was sie taten, dass sie zurückgekehrt waren von ihren bösen Wegen. Und Gott tat das Unheil leid, das er beschlossen hatte über sie. Es wäre genauso gekommen, wie Jona gepredigt hat. In 40 Tagen wäre Ninive zu Schutt und Asche geworden. Alle Menschen, alle Tiere wären vernichtet. Aber Gott hat gesagt, er sah, ich sehe, dass sie von Herzen umkehren. Und Gott, er hat gesagt, es tut mir leid, dass ich sowas ausgesprochen habe, ich werde ihnen Gnade geben. Und er hat sein Gericht nicht ausführen lassen. Die Stadt Ninive kehrte aufgrund der Predigt von Jona um, es war eine radikale Umkehr, und wandte sich ab vom Bösen, und deshalb reagiert Gott. Probiert es aus. Gott reagiert immer, wenn wir uns demütigen vor ihm, wenn wir Buße tun über irgendeine Sünde, die wir getan haben. Gott kommt uns sofort nah, wenn er sieht, dass wir ehrlich zu ihm kommen. Und Gott vergab ihre Sünden. Das waren ja heidnische Völker. Jona hat sich ja gefreut, wenn die ausgerottet waren. Das waren Feinde Israels. Die haben immer wieder Probleme gemacht. Und deshalb wahrscheinlich wollte er auch nicht gehen. Er hat gesagt, die sollen ruhig verrecken dort, wo sie sind. Ich sage es jetzt Schwäbisch. Wahrscheinlich hat er so gedacht, da gehe ich nicht hin, die sollen dort sterben, wo sie sind. Ich warte auf den 40. Tag. Wahrscheinlich hat er am 10. Tag gesagt, noch 30 Tage, noch 9 Tage, noch 5 Tage.
Ich freue mich schon, ihr werdet alle sterben. Unsere Feinde sind vernichtet. Aber Gott sah, was geschieht. Und Gott hat eingegriffen. Dann ein weiterer Segen ist nicht nur radikale Umkehr, sondern geistliche Erneuerung. Wann hast du letzte Mal eine geistliche Erneuerung erlebt? Wann hat Gott dich berührt? Der Heilige Geist dich erfüllt und du wurdest so richtig erfüllt neu mit dem Heiligen Geist und in deinem Geist erneuert. Die Bibel spricht von geistlicher Erneuerung. Ich habe jetzt nicht Zeit, groß auf diesen Punkt einzugehen. Aber ich wünsche uns alle, dass wir von Herzen immer wieder Gott neu erleben. Dass wir flehen zu Gott. Wann haben wir eine Träne für Erweckung geweint? Wann hast du, ist uns das überhaupt wert, eine Träne? Ist es dir wert, eine Träne zu vergießen? Herr, gib uns Erweckung, erwecke dein Volk, damit dein, die Menschen um uns auch erweckt werden. Da, Gottes Problem ist nicht in erster Linie die Welt. Gottes Problem ist die Gemeinde. Glaubt mir das. Sein größtes Problem ist, die Gemeinde zu erwecken. Wenn die Gemeinde erweckt ist, dann werden sich Leute bekehren. Also, eine geistliche Erneuerung führt zu einer neuen Hingabe, wo du dich neu Gott weißt, wo wirklich Gottes Reich dir wichtig ist und Gottes Wille dir wichtig ist und du fragst, Herr, was kann ich für dich tun? Wo kann ich mitarbeiten in dein Reich? Dann ein weiterer Segen in dieser Kategorie, würde ich sagen, ist die vertiefte Beziehung zu Gott, wo man Zeit nimmt, man sucht den Herrn, man möchte Gemeinschaft mit Gott haben, man möchte seine Beziehung zu Gott ganz neu und man verliebt sich ganz neu in Gott. Es gibt Zeiten, wo ein Christ verliebt war in Gott, total heiß, brennt für den Herrn und nach einer Zeit wird er kalt, so wie in Offenbarung 2, 4 und 5. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Oder in Laodicea-Gemeinde sagt Gott, ich habe gegen dich, dass du, oder dass du kalt oder warm wirst, aber weil du kalt bist, spucke ich dich aus meinem Mund. Es sind halt warnende Worte. Die erste Stelle an die Gemeinde in Ephesus, Jesus wünscht, dass wir in der ersten Liebe sind. Und diese vertiefte Beziehung zu Gott, wenn Gott uns erweckt, dann sind wir beschäftigt mit Gott, dann lesen wir Gottes Wort. Warum nicht liest du Gottes Wort? Wahrscheinlich, weil du nicht verliebt bist im Herrn. Wenn du verliebt bist, wirst du sein Wort lesen. Dann ist alles andere nicht so wichtig wie das. Wenn alles andere wichtiger ist wie das Wort, dann bleibt das Wort auf der Strecke. Der Tag vergeht, egal wie lang es ist, und du kommst nicht dazu. Die Beziehung zu Gott soll vertieft werden. Unser Gebetsleben, unsere Beziehung zum Herrn soll tiefer und genauer werden. Und ich habe so oft gesagt und sage es noch einmal heute, alles steht und fällt im christlichen Leben mit unserer Beziehung zum Herrn. Alles. Du kannst mir sagen, was anderes dazu, aber ich bin überzeugt, das hat mir mal der Herr so ins Ohr geflüstert, und das werde ich nie im Leben vergessen. Christian, ich will, dass du ganz nah bei mir bist. Deine Beziehung zu mir ist ganz wichtig. Ganz nah. Und wisst ihr, ich bin so überzeugt, wie noch mehr als wie ich hier stehe, dass das die Wahrheit ist. Unsere Beziehung zum Herrn ist absolut das, was uns hält oder woran wir scheitern. Pflegen wir die Beziehung. Deshalb brauchen wir immer wieder eine neue Begegnung mit dem Herrn. Erweckt werden sollen wir und dann wird diese Beziehung ganz neu intakt kommen. Die zweite Kategorie der Segnungen, die geistliche Leidenschaft wird entfacht. Tatsächlich, da sind sie. Die geistliche Leidenschaft wird entfacht. Ich habe gelesen aus Philipper 2, gibt es bei euch das ermahnende Wort im Auftrag von Christus? Gibt es den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt? Gibt es Gemeinschaft durch den Heiligen Geist? Gibt es herzliches Erbarmen? Dann macht mich vollends glücklich, sagt der Apostel. Habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle denselben Ziel. Ja, das gefällt mir. Deshalb habe ich auch die Übersetzung genommen. Das gefällt mir richtig. Habt alle den gleichen Ziel. Manchmal denke ich, einer zieht links, einer zieht rechts. Hey, wir wollen vorwärts. Er zieht rechts, er zieht links, er zieht schräg. Der zieht vielleicht rückwärts. Wie schön, wenn alle in der Gemeinde, alle Mitarbeiter verfolgen dasselbe Ziel.
Wir wollen im Willen Gottes sein. Wir wollen als Gemeinde eine geistliche Gemeinschaft sein, die vor Gott steht, die erfüllt wird immer wieder neu mit Kraft Gottes, weil was hält uns im Alltag, wenn nicht der Heilige Geist, den wir immer wieder neu brauchen, dass er uns neu erfüllt. Es ist ganz wichtig, dass wir in eine Richtung ziehen. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr oder höher als euch selbst. Wäre ein schöner Rat. Denkt nicht an eure eigenen Vorteile, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Das ist die Haltung, die wir auch bei Jesus sehen. Vers 5 sagt, Jesus war so gesinnt. Er hatte diese Haltung und bei ihm lernen wir diese Haltung. Also wir sollen Jesus nachahmen, ist praktisch sein Ratschlag, sein Punkt, was er hier im Vers 5 betont. Eine Erweckung führt also zu einer tiefen Gemeinschaft. Die Gemeinschaft unter Gläubigen wird erneuert. Vorher ging es um die Gemeinschaft mit dem Herrn oder die Beziehung zum Herrn. Aber auch unsere Gemeinschaft untereinander soll erneuert werden. Amen. Es ist ganz wichtig, jetzt ist Corona vorbei, wir dürfen Gemeinschaft haben. Wenn Möglichkeit ist zur Gemeinschaft, nützt die Gemeinschaft. Ladet euch ein, trefft euch, habt Gemeinschaft, nützt die Gemeinschaft. Betet miteinander, redet nicht nur irgendwelche alltägliche Sachen, sondern wir sollen auch geistliche Dinge miteinander reden. Es wäre ganz wichtig, dass wenn wir uns treffen, dass wir gute geistliche Gemeinschaft haben. In Liebe zueinander, in Achtung dem anderen gegenüber. Einer achtet den anderen höher. Es ist nie Gottes Wille, dass wir jemanden verachten, auf jemanden runterschauen. Es ist des Herrn Wille, dass jeder Christ den anderen höher achtet wie sich selbst. Amen. Ich sage Amen. Ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass der Herr von mir das verlangt. Egal, was ich weiß oder nicht weiß. Egal, wie jemand sich vielleicht auch dumm gibt oder nicht besser geben kann, als er sich gibt. Trotzdem, jede Seele hat unheimlichen Wert in Gottes Augen und sollte nicht verachtet werden. Niemand in unserer Gemeinde sollte verachtet werden oder runtergeschaut werden auf ihn. Jeder ist sehr, 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 sehr wertvoll, weil der Herr die Ewigkeit in uns gelegt hat, eine unsterbliche Seele in uns getan hat, in uns gegeben hat. So sind wir geschaffen, preis dem Herrn. In einer erweckten Gemeinde herrscht eine verändernde Gemeinschaftsgeist. Etwas, was eine Gemeinschaftsgeist, die auch verbindet, wo wir wissen, wir gehören zusammen. Ich habe niemand von euch ausgewählt. Gott hat uns ausgewählt. Ich habe auch nicht ausgewählt, nach Trossingen zu kommen vor 30 Jahren oder etwas mehr, sondern es war so einfach, dass Gott es so gelenkt hat und ich wurde vor der Frage gestellt, bist du bereit, nach Trossingen zu gehen, dort eine Gemeinde zu beginnen? Hat mein Vorsteher damals gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich muss beten, ich weiß es nicht. Und er hat gesagt, ja, ich gebe euch 14 Tage Zeit. Ich habe gesagt, nur 14 Tage? Ich fand das sowas von kurz, ich dachte, das ist hart. In 14 Tagen soll ich schon das entscheiden. Ich habe ja in Berlin gewohnt mit meiner Frau und wir wollten nach Schwerin. Aber egal, ich habe es euch oft erzählt. Jesus hat gesagt in Johannes 13, Vers 35, ein neues Gebot, schon im Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Hallo, nicht nur einander ein bisschen lieben, sondern einander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Amen. Wie Christus, das bedeutet was Besonderes. Wenn wir einander so schätzen und lieben, wie Christus uns geliebt hat, dann fällt das auf. Und Vers 35 sagt, an eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also die geistliche Leidenschaft wird entfaltet durch erneuerte Gemeinschaft. In einer Gemeinde muss Gemeinschaft gelebt werden, sichtbar werden. Und eine Erweckung bewirkt, dass die Gemeinschaft neu betont wird, neu gelebt wird. Es entsteht eine Atmosphäre der Liebe, der Annahme, wo wir gerne hingehen, der Einheit, der gegenseitigen Ermutigung. Und so soll es sein, Geschwister. Jeder, der mitarbeitet, sollte beitragen, dass wir so eine Gemeinde sind, wo die Gemeinschaft ganz neu betont und erneuert wird. Amen. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, ab Vers 32, dass es bei den Aposteln
kurze Zeit nach Pfingsten genauso war. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Und nicht eine nannte von dem, was sie besaßen, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Sie hatten, manche spotten über sie. Ach, das waren die ersten Kommunisten. So reden manche über die Apostel. Es waren nicht Kommunisten. Das waren Christen, die sich liebten und die ihr Hab und Gut alles verkauft haben und in die Kasse gaben und alle zusammen wie ein Kommune gelebt haben. Sie haben eigentlich gedacht, der Herr wird sowieso bald kommen, wir leben miteinander, aber so reden Leute heute. Ach, das waren die ersten Kommunisten. Das waren nicht Kommunisten. Das waren Menschen, die von Herzen Gott vertraut haben und die gewusst haben, alles hängt vom Herrn ab. Aber was die Leute, die so reden, nicht wissen, wer die Kirchengeschichte kennt, es war trotzdem im Willen Gottes, dass sie alles verkaufen. Wisst ihr warum? Weil ein paar Jahre später, was kein Mensch wusste, kam eine mächtige Verfolgung. Und alle haben ihr Hab und Gut sowieso verloren, die es noch hatten. Das heißt, was sie zusammengelegt haben, war gerettet. Weil man hat die Christen nachher, ab Kapitel 8, haben man die Christen überall verjagt. Die müssten in ganzer Gegend, aber nicht in Jerusalem bleiben. Und sie gingen überall und das heißt, wo sie hingingen, verkündigten sie das Wort. Andreas. Genau das, was er gesagt hat. Evangelisation pur wurde geübt. Die wurden verstreut und Gott hat es wahrscheinlich auch zugelassen mit Absicht, damit schnell das Evangelium sich verbreitet. Aber als Jerusalem zerstört wurde, wurde alles zerstört, 70 nach Christus. Das heißt, wenn die Christen wie Kinder alles verkauft haben und gedacht haben, der Herr kommt sowieso bald, haben sie damit alles, was sie hatten, nicht dem Schicksal überlassen, sondern trotzdem wusste Gott, wie er sie rettet. Und sie blieben sogar am Leben, denn der Heilige Geist hat gesprochen, bleibt nicht in der Stadt, verbreitet euch überall. Sie gingen ganz Perea, überall um Jerusalem herum, die ganze Gegenden haben sie die Christen zerstreut und wurden am Leben erhalten. In Jerusalem wurden ja über, wenn ich es richtig weiß, bis zu 700.000 Juden gekreuzigt, als die Römer brannten und gegen sie vorgingen. Und haben alles niedergebrannt, zerstört, was nur ging. Nicht nur den Tempel, sondern sehr, sehr viele, also ganz viele Juden wurden gehängt oder gekreuzigt. Aber was mir wichtig ist, es geht um die erneuerte Gemeinschaft. Das funktioniert in Apostelgeschichte 4. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele und nicht einer nannte, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und dann heißt es im Vers 33, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade ruhte auf ihnen allen. O Herr, schenke es uns. Dass große Gnade auf uns ruhen, wenn ihr rausgeht, dass Gnade auf euch ruht. Wenn ich Menschen anspricht, dass sie merken, hey, die lieben mich, die wollen mir Gutes. Da war so ein Mann auf der Straße im Winter, auf der Christian-Messner-Straße an Bushaltestelle. Meine Tochter hat gesagt, du, ich laufe dort vorbei, bitte geh, bring ihm Tee. Dann bin ich morgens hingegangen, habe ihm Tee gebracht. Und er hat mich angeschaut und ich habe gesagt, ja, wollen Sie nicht duschen? Hat mir angeschaut, wer sind Sie, was wollen Sie? Sind Sie für mich oder gegen mich? Der hat mich so abgecheckt, abgescannt, wer ich wäre, weil wahrscheinlich sind auch Leute, die sie weghaben wollen dort. Und wir haben ein paar Mal mit ihm reden können, ihm was bringen können, auch essen und so. Und er war so dankbar, dann hat er mit mir geredet. Wisst ihr, dass das ein ganz junger Mann war? Der war viel jünger, als er aussah. Und der war eigentlich ein studierter Typ, der aber in der Gesellschaft abgestürzt ist und auf der Straße gelandet ist. Wie schnell können Menschen, und wir verachten die Leute, wie schnell kann es passieren, dass jemand seine Wohnung verliert, seine Arbeit verliert? Gerade da jetzt Corona was war und so, es ging ganz schnell. Und wir sollen so einen Mensch gar nicht verurteilen. Der hat gesagt, wissen Sie, wenn ich dusche, das ist gefährlich für mich. Ich würde schon gerne duschen. Aber er hat irgendwie sowas gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber er hat gesagt, dass es ist besser so, wenn er so bleibt, als wenn er jetzt warm duscht und dann fällt es ihm schwer wieder in die Kälte. Er hat gesagt, er hat gut geschlafen, hat gute Decken gehabt und hat nicht gefroren. Es war 9 oder 10 oder 15 Minuten, ich weiß es nicht mehr, aber es war sehr, sehr kalt in den Nächten. Richtig kalt. Ich will nur sagen, wir sind jetzt in der Gemeinde.
Es ist leicht, in der Gemeinde nett und freundlich zu sein, aber lasst uns auch zu solchen Leuten, die verirrt sind, nicht sie verachten, sondern nett zu ihnen sein, die Liebe Gottes zeigen. Ich habe ihm natürlich gesagt, ich bin Pastor, ich bete für sie, ich wünsche ihnen, dass sie Jesus kennenlernen. Und er war gar nicht abgelehnt, er war offen. Er hat mir irgendwas gesagt, was ich nicht mehr weiß, aber er hat sich bedankt und er hat gesagt, Dankeschön, dass Sie für mich beten, danke. Und ich sage einfach, es sind Menschen oft, die wegen irgendeinem Fehler vielleicht oder Fehler anderer in diese Situation landen. Ja, es gab niemand unter ihnen, heißt weiter, der Not litt, denn die, welche Land und Häuser hatten, verkauften sie und hatten es den Erlös gebracht. Und die Apostel haben, je nachdem, wie die Leute Not hatten, gegeben. Was ich sagen will, ich will nicht sagen, wir sollen damit anfangen, wenn Gott uns das sagt, können wir es ja machen, aber er hat es nicht gesagt. Es ist hier ein Beispiel. Obwohl sie alles verkauft haben, hat Gott sie nicht verlassen. Die sind nicht untergegangen, nicht verhungert nach 2, 3 Monaten, weil sie alles verkauft haben. Gott ist Jahwe Jireh. Gott wusste, was kommt in Jerusalem, sowieso verlieren sie alles, also verkauft es vorher. Und er konnte seine Kinder vorher warnen, geht weg von Jerusalem. Es kommt Schlimmes in die Stadt, flieht von der Stadt. Also ich habe das alles gelesen. Ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, wo ich es genau gelesen habe. Aber das im Buch der Märtyrer, wo auch immer. Es steht ganz klar, dass in den Jahren, bevor Jerusalem zerstört wird, die Christen von Gott gewarnt werden und sich verbreiten in der ganzen Umgebung und evangelisieren überall. Wie schön, wie herrlich. Also nach der Pfingsterweckung, können wir sagen, hatten die Gläubigen alles gemeinsam. Und sie hatten keinen Mangel. Gott hat sie versorgt. Dann, wenn es um geistliche Leidenschaft wird entfacht, ist mein Punkt noch, da wäre auch ein Segen die Erneuerung des Glaubens und des Gebetslebens. Eine Erweckung bringt diesen Segen mit sich, dass wir ganz neu anfangen zu beten, ganz neu Gott suchen. Gebet, Geschwister, ist nicht nur ein bisschen wichtig, sondern es ist sehr, 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 sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Amen. Noch wichtiger, als ich sagen kann. Ohne Gebet läuft gar nichts. Es gab keine Erweckung ohne Gebet. Alle Erweckungen wurden eingeführt durch Gebet, die zu Gott erhoben wurden vorher. Denn es würde auch nicht viel bringen, wenn die Herzen nicht gebrochen sind vorher. Und eine Erweckung erneuert unser Gebetsleben, unser Hingabe an Gott, dass wir ihn suchen im Gebet, dass wir Zeit nehmen. Und ich denke, wenn jemand sagt, du, ich bin geistlich trocken, ich weiß nicht, ich bin so trocken wie ein Schwamm. Irgendwie, mir fehlt Leben, mir fehlt Inspiration oder mir fehlt der Heilige Geist. Dann geh nicht einfach so nach Hause. In Römer 12, Vers 11 steht, lasst im Eifer nicht nach. Sondern lasst euch vom Geist entflammen. Meine Worte können dich nicht entflammen, aber der Heilige Geist kann entflammen. Ich möchte nicht irgendwas predigen, ich wünsche, und dafür habe ich gebetet, Herr, gib dein Wort, dass Menschen entflammt werden, dass Menschen lebendig heimgehen, voll Heiligen Geistes heimgehen. Dein Heiliger Geist muss es tun, und das glaube ich und das erwarte ich auch. Der Apostel Paulus erlebt ja eine echte Erweckung unterwegs nach Damaskus, er bekehrt sich, er wird richtig erwacht. Ich sag's mal, vorher dachte er, er ist schwach, aber er war nicht wach, er war im Judentum blind. Und jetzt wird er wach und merkt, ich kämpfe gegen Gott. Ich habe gedacht, ich diene Gott. Und jetzt sagt Jesus, es ist dir schwer, gegen mich zu kämpfen. Warum verfolgst du mich, Saul? Jetzt merkt er, dass er gar nicht Gott dient, sondern gegen Gott arbeitet. Und er ergibt sich. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Was soll ich tun? Geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen. Ich könnte es dir gleich sagen, aber ich sag's dir nicht. Ich will meine Kinder gebrauchen. Ich habe einen Ananias. Hat Gott hier Ananias, die er senden kann? Ob in Rottweil, in Trossingen, in Schwenningen, wo auch immer, in der ganzen Umgebung, sind Menschen, die Hilfe brauchen. Die jemand brauchen, der ihnen ein Wort von Gott sagt. Paulus steht da, 3 Tage wartet er, blind. Er isst nichts, er trinkt nichts 3 Tage. Er wartet, dass Gott erfüllt, was er gesagt hat.
Und ich sage euch, Geschwister, manchmal ist wichtig, auf Gott zu warten, bis er eingreift, bis er antwortet. Rechne nicht mit Menschen. Manchmal ist es nur Gott, der helfen kann und der helfen möchte. Und deshalb ist wichtig, auch Gott herauszufordern. Wir dürfen ruhig auf Gott warten. Paulus wartet. Am dritten Tag kommt Ananias, gesandt vom Herrn. Ich kenne die Geschichte, er will erst nicht gehen. Er sagt, der Mann ist gefährlich, ich kenne ihn nicht, ich will damit nichts zu tun haben. Aber der Herr sagt, siehe, er betet. Er hat sich also ergeben, er ist nicht mehr ein Feind, sondern ein Freund. Aber er braucht Hilfe, geh hin, bet für ihn, leg ihm die Hände auf, dass seine Augen geöffnet werden. Was, er ist blind? Er ist blind, hat ihm der Herr gesagt. Leg ihm die Hände auf und sag ihm, was der Heilige Geist sagen wird. Er legt ihm die Hände auf, liebe Bruder Saul, Gott hat mich gesandt, dir die Hände aufzulegen, damit du wieder sehend wirst. Wie wunderbar, wie herrlich, wie einzigartig. Paulus wird erweckt zu einem Apostel des Glaubens, ein Apostel, der durch die ganze Länder geht und alles fühlt mit dem Evangelium. Er konnte sagen, ich habe ganz Kleinasien haben wir gefühlt mit dem Evangelium, einige Jahre später. Etwa 30 Jahre kann er nur arbeiten für den Herrn. Aber er hat so viel getan, bis zu uns, bis zu mir kamen seine Briefe. Mich haben sie so oft gesegnet. Die Briefe von Paulus sind einzigartig. Die ganze Welt, Millionen, Milliarden Menschen, die es gelesen haben, wurden erweckt, wurden angesprochen. Gott hat dadurch sein Reich gebaut, dass er einen Menschen erweckt, der Feind war, der plötzlich ein Freund wird. Einer, der viel leiden muss. Ananias hat nämlich gesagt, du wirst viel leiden müssen für das Evangelium, aber Gott wird dich benutzen. Du bist bis zum Kaiser, musst du gehen. Er hat sogar Verwandte gehabt beim Hohen Rat, aber beim Kaiser, wir lesen in 2. Timotheus, wie es ausging, alle verlassen mich, alle seine Mitarbeiter. Aber Gott stand mir bei, als es ernst wurde, als ich vor Gericht war, als es um seinen Kopf ging. Gott stand mir bei. Wie wunderbar, wenn wir das am Ende sagen können. Gott stand mir bei. Gott steht jedem bei, der sich ihm hingibt, der sich erwecken lässt, der erfüllt wird vom Heiligen Geist. Hab keine Sorge, was morgen ist, was übermorgen ist. Gott wird uns helfen, egal was kommt. Es kommen noch viele Dinge. Aber wichtig ist, dass Gott in unser Leben ist, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Und Paulus ist ein Erweckter, der durch die ganze Gegend geht. Er ist ständig unterwegs. Er will nach Troas, er will Richtung Asien, im Kapitel 16 in der Apostelgeschichte, und der Geist widersteht ihm. Auch sowas gibt es. Der Geist lenkt, leitet, aber der Geist widersteht. Plötzlich steht, und der Geist widerstand uns. Und wir beteten weiter, wir suchten dann in die andere Richtung zu gehen. Wieder wehrte uns der Geist. Ah, okay. Also Herr, was ist dann dein Wille? Und in der Nacht, als er offen ist für neue Führung, hat er einen Traum. Er sieht einen Mann von Mazedonien. Also Richtung Europa müsst ihr gehen, nicht Richtung Asien. Richtung Europa. Er sieht von Mazedonien einen Mann rufen, komm, hilf uns. Wir sind verloren. Wer weiß, was er alles gesagt hat. Wir brauchen Rettung. Wir sind verloren. Und dann verstanden wir, Gott will uns nach Mazedonien führen. Und wir haben nicht überlegt. Sofort haben wir uns entschieden, wir gehen dahin. Und da war die Tür fürs Evangelium offen. Ein Lydia wartet schon, gottesfürchtige Frauen warten am Ufer, beten, vielleicht für den Heil Israels. Sie haben einige Dinge gewusst, aber sie haben keine richtige Evangelium gehabt. Jemand musste kommen, weil ihr Herz schon erweckt war, aber sie brauchten jemanden, der sie aufklärt. Und plötzlich kommt Paulus und Barnabas oder Paulus und Silas und dann bringen sie ihnen das Evangelium und eine Gemeinde entsteht. An diese Gemeinde wurde unser Text geschrieben. Gibt es bei euch ermahnende Worte im Auftrag des Herrn? Gibt es tröstende Zuspruch? Gibt es Liebe? Gibt es Gemeinschaft durch den Heiligen Geist? Gibt es Erbarmen? Dann macht mich vollends glücklich. Habt die gleiche Sinnung, dieselbe Liebe, selbe Eintracht und so weiter. Aber die Erneuerung, diese geistliche Leidenschaft, weil ich bin beim zweiten Punkt gewesen, genau. Geistliche Leidenschaft, da möchte ich noch sagen, es ist ganz wichtig, die Erneuerung der Leidenschaft der Evangelisation.
Dazu werden wir noch ein Thema hören von eurem Team, aber das will ich dann nicht ansprechen jetzt oder ausführen. Auch Stärkung der geistlichen Gaben. Wenn Gott uns erweckt, plötzlich sind Geistesgaben wichtig. Es ist wichtig, was will der Heilige Geist, was will Gott uns sagen. In Apostelgeschichte 4,31, als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und verkündigten das Wort Gottes in Freimut. Also es geschieht etwas Neues. Wenn man erweckt ist, wenn Gott uns erwecken kann, dann werden neue Dinge geschehen. Die dritte Gruppe der Segnungen, gehen wir dahin, die Veränderungen in der Gesellschaft wird sichtbar. Ich glaube, ein großer Segen der Erweckung ist, dass wenn wir erweckt sind, wir werden überall evangelisieren, überall ein Zeugnis sein, überall versuchen Einfluss von Gott her. Wisst ihr, dass Europa, die ganzen Gesetze Europas waren aufgebaut auf die 10 Gebote und auch auf Jesu Bergpredigt. Jetzt wird alles abgeschafft. Jetzt wird schon seit Jahren rumgemogelt. Manche grüne Politiker wissen gar nicht, dass das auf die Bergpredigt war, dieses Gesetz, den sie abschaffen. Warum es so war, man schafft es jetzt ab. Aber wir werden in einige Jahre, wenn Jesus nicht wiederkommt, bis dann sehen, welche böse Auswirkungen es haben wird, wenn man neue Gesetze macht. Denn auf welcher Grundlage sind auch Gesetze in der Gesellschaft, das hat sehr viel Auswirkung. Eine Erweckung der Welt beginnt mit der Erweckung der Gemeinde. Erst muss die Gemeinde erweckt werden. Menschen müssen sich bereit erklären, ein Salz, ein Licht zu sein, in der Gesellschaft einzuwirken, in alle Positionen hineinzugehen und Einfluss zu sein. In der Geschichte Israels merken wir, wie die Erweckung gewirkt hat, wie es Erweckung hat Segen gebracht im ganzen Nation. Wenn das Volk abfiel von Gott, kam Fluch und Unsegen. Die ganze Problematik kam zurück, den Gott ja auch ausgesprochen hat im Tora über sie, wenn sie abfallen von ihm. Und wie schön, wenn wir sehen, Israel in gute Zeiten, sie hatten einen Einfluss sogar auf andere Völker mit guten Gedanken, die von Gott her waren. Sie haben, ich fange jetzt nicht an damit, aber sie haben viele gute Sachen auch verbreiten können an andere Nationen. Als die Königin von Saba kam, nur als Beispiel, sie hat gesagt, nicht mal die Hälfte hat man mir erzählt. Was ich hier sehe, selig sind die Knechte, die bei dir arbeiten können. Salomo, du bist ein unheimlich weiser Mensch und er war ein weiser Mensch. Leider am Schluss fiel er auch ab, weil er anfing Götzendiener zu sein und den Göttern seine Frauen gedient hat. Und das ist eine traurige Geschichte, von der wir auch lernen müssen. Aber solange er nah bei Gott war, hatte er wunderbaren Einfluss auf die ganze Gesellschaft, auf alle Abteilungen in der Gesellschaft. Oder wenn wir die Reformation im 16. Jahrhundert nehmen, die Reformation geschah, es war ja sehr gefährlich, wie es ausgeht. Ihr wisst, aber Gott hat es zugelassen, dass es geschieht und vieles Heuchlerische aufgedeckt wurde, die vorher von den Kirchen und sogenannten Geistlichen halt durchgesetzt war. Sie waren ja schon böse Leute, die heuchlerisch waren. Und was Luther ja Mut gegeben hat gegen den Papst, wisst ihr, was es war? Also ich habe das lernen müssen irgendwann. Das war, dass er genau gemerkt hat, wie falsch der Papst lebt. Er hat hinter den Kulissen geschaut und gesehen, dass er Frauen hat, dass er mehrere Kinder hatte. Und dann hat er sich gegen den Papst gestellt. Und selbst wenn ich umkomme, ich werde kämpfen und mich einsetzen. Und der junge Luther, auf jeden Fall war von Gott wunderbar benutzt, obwohl er jung war, eine Reformation herbeizuführen. Aber Gott sah auch die viele andere Freikirchen, die gelitten haben in der Zeit, die schon am Kommen waren, die Anabaptisten, die die Großtaufe hatten schon zu der Zeit. Die Verbreitung des Evangeliums und Jüngerschaft ist ganz wichtig. Die Veränderung in der Gesellschaft geschieht,
wenn wir als Gemeinde das Evangelium verbreiten und Jüngerschaft leben, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, alle Kreatur. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Oder Matthäus 28, 19, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft, in den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, und sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und so Jesus befiehlt, dass wir hingehen, dass wir Jüngerschaft leben. Und wir sehen in der Zeit der Apostel genau das passiert. Sie lebten Jüngerschaft, sie verbreiten das Christentum. Sie sind so erweckt, dass sie gar nicht anders können, als das Christentum überall zu verbreiten. Und die Jünger wurden erfüllt im Heiligen Geist und gehen wie Flammen, wie Fackeln durch die Gegend und zünden alle andere an, die angezündet werden wollen. Halleluja. Wie schön. Zündest du jemanden an? Zünden wir jemanden an? Lasst uns brennen. Menschen, die Gott erfahren haben, die Gott tief erlebt haben, haben immer wieder gesagt, es ist wichtig, dass wir Feuer fangen. Dann werden Menschen kommen und sehen, wie wir brennen. Eine geistliche Erweckung hat sogar Auswirkungen, nicht nur auf Zeit, sondern auch auf die Ewigkeit. Und damit komme ich zum Schluss. Eine Erweckung hat nicht nur zeitliche Auswirkungen. Es gibt eine Menge Segnungen, die ich nicht alle aufzählen kann. Einige habe ich angesprochen. Es gibt nicht nur zeitliche Auswirkungen, auch ewige. Manche Segnungen werden einst erst im Himmel sichtbar werden. Wir merken es jetzt gar nicht. Was passiert, wenn Menschen brennen für Gott? Wenn Menschen ein gutes Wort haben, wenn Menschen ein Zeugnis geben? Du triffst die Leute nie, aber vielleicht sind sie nachher im Himmel. Deshalb ist es wichtig, sät den Samen aus. Sag Gottes Wort weiter. Sei ein Licht. Sei Salz. Hab Salz bei dir. Wenn Menschen durch Erweckung zum Glauben kommen, werden sie weiterreden, werden sie anderen Zeugnis geben, werden sie nicht schweigen. Sie werden weiter das Evangelium verbreiten. Und alle genannten Segnungen einer Erweckung können das Leben einer Lokalgemeinde wunderbar verändern. Aber sie helfen uns auch, unseren Fokus auf Gott neu zu setzen. Was willst du, Herr? Was ist dein Wille? Sie können uns zu geistlichem Wachstum führen. Sie mobilisieren uns, missionarisch zu sein. Sie können auch unsere Vision als Lokalgemeinde ganz neu ausrichten auf das, was Gott möchte. Ich wünsche es, dass es so ist. Eine Erweckung führt auch zur Ausbreitung des Glaubens, der Liebe. Plötzlich hat man Liebe, wo man keins hatte. Und möge der Herr uns ganz neu erwecken. Wenn wir jetzt ins Gebet gehen, wie viele Segnungen gehen verloren, wenn wir nicht erweckt sind? Wenn wir gleichgültig leben, wenn wir ohne Erweckung durchs Leben gehen. O Herr, vergib uns. Vergib mir. Ich möchte erweckt bleiben, erweckt sein mein Leben lang. Halleluja. Für den Herrn. Und ich wünsche es uns als Gemeinde, die Segnungen, eine Erweckung sind viel vielfältig und tiefgreifend. Man könnte vieles aufzählen. Ich habe einiges angesprochen. Geistliche Erneuerung, vertiefte Beziehung zu Gott, erneuerte Gemeinschaft, Leidenschaft für Evangelisation, persönliche Bekehrungen, Taufen oder Erneuerung im Glauben, im Gebetsleben, Stärkung der Geistesgaben oder Leidenschaft für Anbetung, Auswirkung auf die umliegende Gesellschaft. Und es hat auch ewige Auswirkung bis in die Ewigkeit. Sollten wir ohne Erweckung leben? Wer möchte heute beten, Herr, ich will nicht ohne Erweckung leben. Ich will erweckt sein, ich will brennen für dich. Niemand? Nur so wenige. Wer möchte das? Lass uns ins Gebet gehen. Lass dich vom Geist Gottes erwecken. Stehen wir auf alle. Lass dich vom Geist Gottes erwecken. Wie wäre es, wenn wir heute beten, Herr, erwecke mich, erwecke mich. Ich möchte in der Erweckungsgeist leben und bleiben mein Leben lang. Ich möchte Frucht für die Ewigkeit bringen. Der Heilige Geist erweckt persönlich, erweckt Gemeinden, erweckt Länder, erweckt Nationen. Er hat Macht, er ist derselbe. Mögen wir ein Segen sein für unsere Mitmenschen. Ich kann nicht in China ein Segen sein, wenn ich nie hinkomme. Ich kann nicht irgendwo ein Segen sein, es sei denn online würde jemand da sein. Aber ich sage einfach damit, da wo ich bin, muss ich ein Segen sein. Viele wollen ein Segen sein in Honolulu oder wo auch immer am Ende der Welt.
Honolulu, oder wie heißt das? Muss immer lachen bei dem Namen. Aber sie wollen immer da sein, wo sie nicht sind, ein Segen sein. Hier sollst du ein Segen sein. Es gab früher ein altes Lied, das fällt mir gerade ein. Lass mich ein Segen sein. Das ist alte Choräle. Aber Herr, lass mich ein Segen sein jetzt. Lass mich ein Segen sein. Das ist ein kindlicher Bitte. Aber ich sage euch, er kann es. Ich kann es nicht. Er kann es. Er kann es machen, dass wir ein Segen sind. Er kann Menschen zu dir führen. Er kann dir Gedanken geben, Inspiration geben. Wie wunderbar. Oh, Halleluja. Lass uns beten um echte Erweckung, dass wir aufwachen. Dass wir, ihr könnt gerne leise was spielen, aber ich möchte, dass wir beten. Vielleicht erst später wir gemeinsam nachher, wenn jemand Gebet wünscht, darf auch nach vorne kommen. Mein Wunsch wäre, dass wir beten, erwecke mich, Herr. Ich möchte nicht ohne Erweckung leben. Ich möchte nicht gleichgültig durch die Welt gehen. Ich möchte zu deiner Ehre leuchten. Die Tage vergehen so schnell. Unser Leben ist im Rausch. Unsere Jahre vergehen so schnell. Schaut, das erste halbe Jahr ist schon vorbei. Wir sind schon im zweiten. 23 hat erst begonnen. Aber so ist das Leben. Wir spüren, es geht ganz schnell. Was kann ich für die Ewigkeit tun? Jesus suchte am Feigenbaum nach Frucht. Und der Evangelist Markus sagt, er fand nur Blätter. Nur Blätter. Was findet Jesus bei uns? Bist du schon erweckt? Ich glaube, dass der Heilige Geist ruft heute Morgen. Lass dich erwecken. Gott ist hier. Der Heilige Geist will erwecken. Ich möchte mich mehr denn je erwecken lassen. Ich möchte wachen, Tag und Nacht. Lasst uns beten. Vater, im Namen Jesu, kommen wir zu dir und danken dir, dass du ein Gott der Erweckung bist. Dein Herz schlägt für Erweckung immer noch. Du bist ein Gott, der Erweckung will für sein Volk, der seine Kinder lebendig will. Heiß für dich, Herr, brennend für dich, Jesus. Du hast gesagt, ein Feuer anzuzünden, bist du gekommen. Und du wünschst, dass es brenne. Lass es brennen in mir. Lass es brennen in uns, Herr. Lass uns Menschen sein, die brennen für dich, die deinem Heiligen Geist nicht im Wege stehen, sondern offen sind für den Heiligen Geist. Vater, im Namen Jesu, lass die Segnungen nicht vorbeigehen. Lass uns Anteil haben an den Segnungen der Erweckung. Herr, wir bitten dich, dass wir Anteil haben an die göttlichen Segnungen, die die Erweckung bringt, Herr. Wir flehen zu dir, wir rufen zu dir, Herr. Begegne deinem Volk, begegne deinem Kind, Herr. Erwecke uns alle, Herr. Erwecke uns als Gemeinde. Schenk göttliche Eingebungen, göttliche Inspiration, Führungen, Offenbarungen, Herr, wo nur du geben kannst, Heilungen, Befreiungen, Rettungen. Herr, alles kommt von dir. Alles, was gut ist, kommt von dir. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott der Erweckung bist. Halleluja. Wir rühmen deinen Sieg und danken dir und beten dich an, dass du auf dem Thron bist und regierst und uns erwecken wirst. O Herr, rüttle, schüttle an uns, wenn wir schlafen. Wach uns auf, Herr, wecke uns auf, Herr, dass wir wach sind, dass wir dich suchen mehr denn je. Halleluja, danke, Herr, danke, Jesus. Ich glaube,